Wir, das Deutsch-Afrikanische Jugendwerk e.V., DAJW, sind ein gemeinnütziger Verein und engagieren uns auf dem Gebiet der Bildungsförderung, der Integrationshilfe und der Völkerverständigung. Unser Verein arbeitet mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Ich heiße Lena, bin 9 Jahre alt und ich bin hier in Deutschland geboren. Meine Eltern kommen aus Eritrea und ich bin hierher gekommen, in die Hausaufgabenhilfe, dass ich mehr Deutsch lernen kann. Und die Lehrerinnen sind auch nett. Und wenn ich groß bin, will ich eine Person werden. Hallo, ich bin der Brock, bin 13 Jahre alt, bin in Frankfurt geboren. Meine Eltern kommen aus Eritrea. Und ich bin hier, weil ich mein Französisch verbessern will. Und ich will später Bankier werden. Unser Ziel ist es, die Kenntnisse in der deutschen Sprache zu verbessern, Schulversagen zu vermeiden, qualifizierte Schulabschlüsse zu ermöglichen und somit die Grundlage für Ausbildungsverhältnisse in Deutschland zu schaffen. Mit X und Y werden. Ja. Hallo, ich bin der Andrew, ich komme aus Deutschland und meine Eltern kommen aus Sri Lanka und ich bin 8 Jahre alt und ich komme hier, um sehr viel Deutsch zu lernen. Und wenn ich groß bin, will ich mit Daniel Erfinder werden. In 4 verschiedenen Frankfurter Stadtteilen helfen unsere qualifizierten Lehrer täglich bei den Hausaufgaben und bieten Sprachförderung an. Hallo, ich heiße Zena. Ich bin hier in der Hausaufgabenhilfe, weil ich Mathe, Deutsch besser lernen will. Und in meiner Heimat, weil die Mädchen keine Schulbildung haben. Und wenn ich mal groß bin, will ich Lehrerin werden. Dieses Angebot ist nicht nur für die Kinder mit Migrationshintergrund wichtig. Auch deutsche Kinder werden gefördert. Ein Anliegen des DAJW ist es, die soziale und kulturelle Orientierung der jungen Menschen zu ermöglichen und ihre Integration zu fördern. Nach dem gemeinsamen Lernen ist auch noch Zeit zum Spielen und Basteln. Das ist nur, damit ihr seht. Im Grunde geht es darum, wir wollen den Kindern eine neue Stimme geben, eine neue Möglichkeit, sich auszudrücken, eine neue Identität, damit die Kinder sich wohl und akzeptieren fühlen. Aber uns ist es auch wichtig, dass die Kinder ihre Herkunft nicht vergessen. Bitte helfen Sie uns dabei.